Als ich jung war, wollte ich mal Schriftstellerin werden. Also ich hatte sehr viel Spaß an Geschichten, sowohl sie zu lesen als auch sie zu schreiben, mir ferne Welten auszudenken, wild zu spekulieren. Und dann hatte ich einen Physiklehrer, der mir gezeigt hat, Physik ist eigentlich davon gar nicht so weit weg, Sachen verstehen zu können, die irgendwie vielleicht super abstrakt und kompliziert sind, aber in einer sehr präzisen Sprache hinzuschreiben, zu analysieren und dann auch vorherzusagen. Das hat mich einfach irgendwie fasziniert und die Faszination ist geblieben und dann habe ich mich entschieden, das zu studieren. In meiner Doktorarbeit habe ich mich damit beschäftigt, ob es theoretisch möglich ist, durch ein schwarzes Loch hindurchzufallen. Es gibt eine Art von schwarzen Löchern in unserem Universum, die rotieren. Und diese rotierenden schwarzen Löcher haben die besondere Eigenschaft, dass wenn man in sie hineinfällt, sagt unsere Theorie, kann man durch sie hindurchfallen in ein anderes Universum, das wir aber nicht beschreiben können. Wir wissen nicht, was dort passiert. Unsere Theorie bricht zusammen, quasi. Um herauszufinden, ob man theoretisch durch das schwarze Loch hindurchfallen kann, haben wir uns einfache Modelle für quantisierte Materie angeschaut, im Inneren von schwarzen Löchern und deren Effekte berechnet. Das heißt, wir mussten eine Menge Rechnungen machen. Das schließt sowohl Computerrechnungen mit ein, als auch Rechnungen mit Stift und Papier. Wir haben einen Algorithmus entwickelt, mit dem man diese Formel dann ausrechnen konnte und tatsächlich Zahlen rausbekommt und rausbekommt, was passiert in unserem Modell in dem schwarzen Loch. Wenn man mal nicht weiter weiß und man ist so richtig blockiert, dann hilft es mir immer, routinierte Sachen zu machen. Für mich ist das immer ein schönes Gefühl, wenn man mal so richtig aus seinem Kopf raus und in seinen Körper reinkommt und in dieses einfach nur laufen, einfach nur rennen. In unserem Modell kann man nicht durch das schwarze Loch durchfallen. Das heißt nicht, dass das die endgültige letzte Antwort auf das Ganze ist. Da sind noch eine Menge Fragen offen. Man kann das Modell noch deutlich verbessern an vielen Stellen. Und ich glaube, die endgültige Antwort wartet auf die Frage, was ist Quantengravitation? Das weiß keiner. Für mich ist zu schreiben immer so ein bisschen die eigenen Gedanken zu ordnen und aufs Papier zu bringen und mit anderen zu teilen. So einen wissenschaftlichen Text zu schreiben, ist eigentlich immer ein sehr wichtiger Punkt in der Forschung, weil da erkennt man häufig, okay, das habe ich eigentlich selber auch noch nicht verstanden, weil ich noch nicht weiß, wie ich es jemand anderem erklären soll.